liebe Kampfsportfreunde, hier wieder Fight Manager TV. Ja, und heute zu Gast haben wir jemanden, der eine Kämpferin ist. Sie ist Mitinhaberin von der WBC Hall in Rheinach. Swiss Las Vegas, eins der grössten Veranstaltungs- oder eins der grössten Events in der Schweiz, sicher jedem bekannt. Ich heiße herzlich willkommen, Aline Seibert. Vielen Dank für die Einladung, Stefan. Schön, dass du da bist. Danke. Genau, wie ich schon anfangs gesagt habe, Swiss Las Vegas ist natürlich in der Kampfsportbranche, besonders in der Schweiz, ich denke mal auch über die Grenzen hinaus, ein grosser Begriff. Ja, also Swiss Las Vegas gibt es schon seit 2006, wenn mich nicht alles täuscht. Jedes Jahr finden mehrere Events statt. Das Jahr leider nicht, aber es ist natürlich geplant, in Zukunft auch die weiterzuführen. Wir haben internationale Kämpfer, Boxen, Thai-Boxen, K1, MMA. Also wir haben alle diese Kampfsportarten vereint am Event. Und internationale Kämpfer, gute, auch bekannte Kämpfer von Thailand, Holland, Frankreich, also wirklich und natürlich der Schweiz. Ja, die wir dort antreten lassen und haben viel Erfolg mit diesen Events. Ja. Das sieht man auch. Ich habe ja die grosse Ehre, sozusagen bei euch als Sprecher zu agieren, ja. Was mich natürlich sehr ehrt. Aber die Events sind einfach voll. Also dort ist wirklich eine super Stimmung und die Bude rockt. Ja, ja. Oder? Wie kommt das? Also das Hauptgeheimnis davon sind sicher mal gute Matchmaking. Gute Kämpfe, qualitativ. Gute Kämpfe und vor allem gute Paarungen. Weil das ist einfach das A und das O für einen guten Kampf, dass es ausgeglichen ist, dass etwa 50-50 ist, wer gewinnt und nicht, dass der eine viel stärker ist als der andere. Und das liefern wir natürlich immer mit unseren Matchmakings und natürlich einen guten Ablauf, dass es gut organisiert ist, ja, klar. Und eine gute Stimmung. Ja, aber es steht und fällt alles mit einem guten Matchmaking, das ist schon so. Nein, man sieht das auch und ich denke mir, es ist natürlich auch ein gutes Team dahinter. Du mit dem Paolo natürlich, ja. Auch, Balisha, mehrfacher Weltmeister auch. Die ganzen Leute dahinter, man spürt, dass es einfach eine Einheit ist. Mhm. Und wirklich, wie du jetzt selber gesagt hast, kann ich auch bestätigen, das Matchmaking ist hervorragend. Ja, das ist natürlich eben von Paolo eigentlich sein Part, wo er beisteuert zu der Swiss Las Vegas. Ich bin eher in der Organisation rundherum, vom Ablauf und alles. Und er tut dort Kämpfer kontaktieren, Matchmaking machen, Paarungen machen. Er hat natürlich auch das Netzwerk, durch das er schon so lange in dieser Szene ist. Und eben kann abschätzen, was gibt einen guten Kampf. Und ja, das ist eigentlich sein Verdienst, das Matchmaking. Mhm. Und das klappt eben seit vielen Jahren. Und, wie du gesagt hast, 2006. Also genau, meine, und wir arbeiten auch immer mit den gleichen Leuten zusammen. Ja. Die Ringärzte, die Punktrichter, eben Speaker. Ja. Und darum klappt das, weil alle kommen gern, alle machen es gern, haben Freude. Zuschauer wissen, dass sie immer ein gutes Programm kriegen, ja. Bei uns. Und eben die Mitarbeiter oder die, die mitmachen, wissen, dass sie auch gut behandelt werden dort. Hochmotiviert, ja, sozusagen. Genau. WBC Hall Rheinach ist aber nicht nur eine Event-Location, sondern ihr habt auch ein richtiges Gym und ein richtiges Programm. Was bietet ihr denn alles an? Mhm. Also die Events machen wir ja in verschiedenen Locations. Wir haben jetzt ein paar bei uns gemacht, in der Halle, aber auch schon in der Umweltarena Spreitenbach, in der Messehalle in Basel. Airport Basel? Genau, im Casino in Basel, in der Markthalle damals noch. Also ja, da haben wir viele Locations gehabt. Und wir haben auch ein Gym, richtig, die WBC Hall in Rheinach. Webseite vielleicht? Ja, das ist www.wbchall.ch, ganz einfach. Alles zusammen, gleich geschrieben, genau. Dort drauf sieht man auch unser Angebot. Also wir haben Kurs für Kinder. Mhm. Das ist sehr herzig und läuft sehr gut. Also die sind super motiviert und cool. Die Eltern haben auch Freude. Da fangen wir an bei 4. Ja. Also die Kleinsten sind 4, das ist gerade so die Grenze, finde ich. Und dann haben wir einen Kurs für die Kleinen, eben bis 8 etwa. Dann haben wir von 8 bis 12 eine Gruppe und dann die Jugendlichen und natürlich dann die Erwachsenen. Da haben wir Boxen, Thai und Kickboxen, einen Kurs.
Dann gebe ich noch einen Kurs, der nur für Frauen ist, okay, wo der Fokus mehr auf Fitness ist. Also ich nenne es Fitness-Kickboxen, wo es einfach darum geht, mit dem Kickboxen fit zu werden, fit zu bleiben, kombiniert mit Kraftübungen. Egal, wie alt man ist? Oder? Absolut, ja. Ah, ja. Du schaust ja auch auf die Leute, dass die mitkommen, also sozusagen. Ja, du bist relativ fit. Also. Ja, auf so, jeden Fall. Nein, es ist kein Wettkampf. Ja. Also mein Frauenkurs jetzt ist kein Wettkampfteam, sondern soll offen sein für alle. Mhm. Für solche, die abnehmen wollen, für solche, die fit werden wollen. Also da kann jede mitmachen. Ja. Und bei den gemischten Kursen, Thai-Boxen und Boxen auch, also da haben wir alle Niveaus, da haben wir Profikämpfer, aber auch Anfänger, also auch Leute, die vielleicht nie einen Wettkampf machen wollen, die das einfach als Fitnessprogramm nutzen. Ja, ja. Ja. Ich habe gesagt, ziemlich fit, muss mich nochmal korrigieren, sehr fit, weil du bist nämlich auch eine aktive Kämpferin, ich habe dich auch schon ein paar Mal gesehen, also du bist international unterwegs. Mhm. Du hast, glaube ich, schon weltweit gekämpft. Mhm. Erzähl mal ein bisschen von dem. Ja, also ich kämpfe seit bald 7 Jahren jetzt. Und bin durch das schon ziemlich umgereist. Und das finde ich auch eins von den tollen Punkten daran, oder? Dass man so umkommt mit dem Sport und auf der ganzen Welt Leute trifft mit dem gleichen Interesse. Das finde ich eine sensationell. Familie, sozusagen. Ja, ja, ja. Also ich war schon in China, das ist, glaube ich, das Weiteste. Mhm. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Hat mir persönlich nicht so gefallen, so die Leute und so. Schwierig. Weil es ist etwas ganz anderes. Andere Kultur. Ganz anders, aber sehr spannend. Und sonst bin ich ja England, Frankreich, Italien, halt in ganz Europa rumgekommen mit den Kämpfen. Ja. Du kämpfst K1 Muay Thai, ist das richtig? Ja. Genau, die zwei. Wie sieht es mit, klar, Boxtraining machst du natürlich auch. Ja. MMA? Ich habe, also Boxen. Im Heimlichen vielleicht? Ja. Boxen habe ich auch schon gekämpft. Habe ich mal an der Schweizer Meisterschaft mitgemacht. Ja. Ist natürlich ein bisschen etwas anderes. Also ich habe nicht gewonnen oder so, aber es war auch eine gute Erfahrung. Mhm. Ich bin dann zum Boxteam Basel ein bisschen trainiert und dann auch mit ihnen dort hin. Ja, Boxen trainiere ich auch, weil es ist immer auch ein Vorteil, wenn man gut boxen kann, auch jetzt bei K1 und Muay Thai. Also, genau. Ja. Angelo Gallina macht das in Basel, gell? Ist das richtig? Ich war nicht bei ihm, sondern in einem Gym, wo vor allem viele Frauen sind. Ah, ja. Also es heisst Boxteam Basel. Wow, okay. Ja. Bei ihnen. Das ist der Box-Club Basel. Ja, genau. Sehr gut. Aber dann haben wir das auch schon klargestellt. Ja, nein, ich bin dann zu ihnen gegangen, weil es einfach für mich natürlich ein Vorteil ist, wenn es viele Frauen hat zum Sparring machen natürlich und so weiter. Genau. MMA trainiere ich ab und zu, ganz ehrlich. Hinter verschlossenen Vorhang? Ja, fast. Nein, ich gehe ab und zu grapplen. Aha. Im First Choice Gym in Liestal. Voilà. Und es macht mir sehr viel Spass. Muss ich eingestehen. Ich kann mir vorstellen, auch mal MMA zu kämpfen, aber ich bin, glaube ich, noch weit davon entfernt. Also ich habe, weil ich halt immer wieder Thai-Box und K1-Kämpfe habe, muss ich aufpassen, dass ich natürlich dann nicht zu viel in das Training gehe. Natürlich, obwohl du es sehr gut benutzen kannst. Also ich meine, Kampfstile sind ja schon mal sehr gut am Start. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, aber ich hatte halt immer irgendwie Wettkämpfe gehabt und dann habe ich mich müssen auf das konzentrieren und darum bin ich nie so regelmäßig gegangen. Aber wenn ich gehe, dann macht es mir sehr viel Spass. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, das mal zu intensivieren. Okay. Du begleitest ja auch eigene Kämpfer und Kämpferinnen. Ja. Also ich habe jetzt mir auch aufgeschrieben, ich habe ihn auch schon gesehen, ich finde ihn wirklich super, der Istvan, der Prinz Zili. Das ist ein richtig kompletter Fighter, ein Boxer. Jetzt erzähl mal, also wie gesagt, ich kann sehen, unser Publikum unbedingt googeln, das ist ein Top-Fighter von der WBC Hall. Ja. Einer von vielen, aber jetzt, das ist mir gerade... Absolut. Also er ist einer, der auf dem höchsten Niveau kämpft. Er hat kürzlich den IBO und WBO Intercontinental-Titel gewonnen. Okay. Also er ist Top-Niveau und wird vom Paulo betreut. Ja. Also da bin nicht ich, sondern er tut da mit ihm umreisen und coachen und trainieren auch. Und seit, glaube ich, 6-7 Jahren ist er bei uns und die Zusammenarbeit funktioniert super. Also die haben noch nie zusammen verloren. Und ja, da hoffen wir auch, dass
das natürlich weitergeht und dass er auch weitere internationale Chancen bekommt. Ja. Es ist auch schön, wenn man so Boxer, so Profiboxer in der eigenen Reihe hat und neben denen trainieren kann. Das motiviert doch eigentlich auch Kämpfer und Kämpferin. Die sind nahbar, oder? Ja. Nein, sehr. Also wir haben das Glück, in der WBC Hall wirklich sehr gute Leute zu haben. Eben der Istvan und der Paolo auch, die riesige Erfolge haben oder haben. Und so Leute als Trainer zu haben und wo man mit ihnen trainieren kann, also das ist sehr wertvoll. Die Erfahrung, die sie einem mitgeben können, weil sie ja selber auch im Ring stehen oder gestanden sind, das ist nicht mit Geld zu zahlen. Das motiviert einen und man will ja dann auch ihnen zeigen, dass man es gut machen kann. Und doch, das ist ein sehr grosser Vorteil, den wir haben. Ja. Für die Swiss Las Vegas jetzt, für das Event selber, wie gewinnen ihr hier Sponsoren oder Gönner? Gewinnen? Weil Kampfsport ist halt immer noch Kampfsport. Also, wir leisten jetzt eigentlich auch Arbeit leisten mit unseren Talks, dass wir auch sagen, hey, Kampfsport, da sind Leute dahinter, die einfach auch etwas im Kopf haben und es geht nicht um Gewalt, sondern es ist ein Sport, taktisch, technisch. Wie können wir hier noch mehr Sponsoren an Land holen, dass sie sagen, ja, Kampfsport ist eigentlich etwas Cooles? Ja, also es ist nicht einfach, das ist es so. Also wir haben jedes Mal auch bei der Swiss Las Vegas Mühe mit den Eintritten rechnen, um rauszukommen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Event einfach zahlt ist von Sponsoren. Wir haben aber Leute, die wir regelmässig schon seit Jahren zusammenarbeiten, die uns unterstützen. Was man kann machen kann, ist Qualität halt bringen, stetige Qualität, oder? Wo dann die Leute merken, auf das Produkt kann ich mich verlassen. Also das ist sicher sehr wichtig. Kontinuität, Qualität und gute Organisation. Aber eben auch Reichweite. Durch so Shows wie jetzt bei dir, Fight Manager, durch Podcasts und so weiter. Durch Reichweite, dass man mehr Leute erreichen und halt auch Leute erreichen, die bis jetzt noch nichts zu tun haben mit dem Kampfsport. Das ist eine Art Aufklärung, eigentlich, wo wir auch sagen, hey, schaut, wir haben keine Angst vom Kampfsport, sondern wir haben jetzt auch Personen da, sei es jetzt eine Kämpferin oder ein Kämpfer oder ein Ringarzt oder ein Cupman oder ein Judge oder ein Verbandspräsident. Ich denke, das ist der richtige Weg, oder? Auf jeden Fall, ja. Dass die Leute viele Leute haben einfach ein falsches Bild, weil sie gar niemanden kennen aus der Szene. Also eben, wie du jetzt sagst, Ringärzte und so, die wissen gar nicht, ich meine, das sind Ärzte und das sind normale Leute. Und ich glaube, das ist wichtig, den Leuten, dem breiten Publikum, das zu zeigen, dass das nahbare Leute sind, ganz normale, die eben sonst auch einen Job haben. Und, also ich selber auch, ich habe studiert, ich habe einen Master an der Uni gemacht. Das ist gut, dass du etwas sagst. Genau, das ist wichtig. Also, genau, das sind so Dinge, so Sachen, die normalerweise man nicht einfach erfährt. Ja. Aber man schreit es ja nicht in die Welt aus, nein, oder? Überhaupt nicht, ja. Diesbezüglich? Ja, nein, eben da haben schon die Leute, das breite Publikum, teilweise noch ein falsches Bild. Aber es wird immer besser und durch so Sachen, eben wie du jetzt hier machst, wird es unterstützt. Ich sehe immer bei den Kämpfen, auch bei dir natürlich, ich zittere immer bei allen mit natürlich, aber da wird sich nichts geschenkt. Also am Schluss ist es immer lustig, dass man eigentlich befreundet sich umarmt wieder und sich versteht. Aber vorher sitzt man auf heißen Kohle. Wie ist das Feeling? Also ist das etwas, was du einfach brauchst und willst? Also ich habe eher ein bisschen zu wenig Aggression teilweise, weil für mich ist das einfach ein Sport. Ich habe ja nichts persönlich gegen meine Gegnerin. Ich habe jetzt noch nie mit einer einen Streit gehabt vorher oder irgendetwas. Darum ist es eigentlich einfach wirklich die sportliche Herausforderung, wo man auch gegen sich selber hat, oder? Wo man will besser sein als beim letzten Mal vielleicht. Ja. Und das motiviert mich eigentlich. Und nachher kann man natürlich, man sitzt im gleichen Boot, man hat vielleicht eine tolle Leistung gebracht, das Publikum hat applaudiert, gewürdigt. Ja. Und wir sind dann beide stolz und dann kann man auch da ganz freundschaftlich sich umarmen, das ist kein Problem. Das ist super, das ist das, was natürlich nicht immer gezeigt wird. Ja. Die Leute haben vielleicht eher lieber Spektakel, dass am Schluss noch die Stühle rumfliegen, was auch geht, aber kann es ja auch mal gehen. Also die Emotionen kochen ab und zu halt hoch, das kann passieren.
Wir haben aber auch mal einen Ringarzt bei uns gehabt, oder besser gesagt, ich aus Erfahrung, dass er auch, auch uns gesagt hat, dass das Verletzungsrisiko gar nicht so groß ist, wie in anderen Sportarten. Also, ja, also darum sind eben auch gute Matchmakings wichtig, oder? Wenn beide Kämpfer oder Kämpferinnen parat sind und wissen, die wissen ja, auf was sie sich einlassen, physisch vorbereitet sind und auf dem etwa gleichen Niveau sind. Wie du gesagt hast, mit dieser Augenhöhe eigentlich. Ja, dann passiert eigentlich selten etwas. Natürlich, wenn man jetzt mit Ellbogen kämpft, Muay Thai, dann hat man mal einen Cut. Das gehört natürlich dazu. Aber so Verletzungen, wo, wie jetzt im Fußball, wo man sich in die Beine reinspringt und dann Zähne kaputt sind oder was, das haben wir wenig. Ja. Das ist spannend. Das Feedback kann ich jetzt immer mehr bekommen. Was aber auch wieder gut ist, denn man kann auch wirklich mit aufrichtig sagen, hey, meine Kinder beispielsweise kommen zu euch, bekommen, werden körperlich auch fitter, lernen natürlich auch Respekt voreinander. Ganz Kampfsport wichtig. Ist ja auch Kultur, das geht immer noch ein bisschen in Vergessenheit. Ich, meine, man redet immer von MMA oder man redet von K1 und Boxen, dass es einfach ein bisschen mit Aggressivität zu tun hat. Richtig, ja. Wenn man mit der Geschichte zurückgeht, griechisch und so, das war gang und gäbe und es ist auch gefeiert worden, oder? Ja, also Respekt ist ein ganz grosser Aspekt, wo eben, wie du gesagt hast, wir umarmen uns nach dem Kampf. Ich würdige ja auch meine Gegnerin. Ich weiss, wie viel sie trainiert hat für diesen Kampf. Und sehe genau gleich, dass ich so viel trainiert habe. Wertschätzung. Und auch bei uns Kinder zum Beispiel im Training, die müssen sich alle grüssen nach dem Training, oder? Die geben sich die Hand. Trainieren zusammen, am Anfang stehen sie in einer Linie, grüßen den Trainer, also das ist Lebensschule. Das ist super. Ja. Ja, perfekt. Aline, wir waren eigentlich schon am Ende von unserer Diskussionsrunde, wir hätten noch länger können weiterreden auch. Ich habe natürlich wieder etwas vorbereitet für unsere Gäste, immer nämlich die 5 bekannten Fragen. Da musst du dich jetzt auch stellen. Ich habe mich besser vorbereitet als du dich, sagen wir jetzt einmal. Spontan ist gut. Genau, es gibt nur rot oder blau, ja oder nein. Vielleicht gibt es nicht. Und deswegen fangen wir mal an. Alles dann stelle ich die erste Frage an dich. Wrestling oder Karate? Karate. Titanic oder Dirty Dancing? Dirty Dancing. Eher keins, aber wenn ich muss entscheiden, Dirty Dancing. Winter oder Sommer? Auch Sommer unbedingt. Tanzen oder singen? Singen. Ein Kampf in Las Vegas oder in Bangkok? Bangkok. Wunderbar. Ja, wunderbar, dann dürfen wir uns verabschieden. Das war es wieder gesehen mit Fight Manager TV. Aline Seiber bei mir heute zu Gast gesehen, WBC Hall Rheinach. Ich würde meinen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Haut rein.